Der TikToker Real Food Bro hat uns gezeigt, dass es eine 5-Minuten-Pasta gibt. Die teste ich heute, denn die geht so. Als erstes geben wir ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und danach kommt Tomatenmark rein. Das muss jetzt angebrutzelt werden. Danach kommen auch schon unsere vorgekochten Nudeln da rein. Einmal so, ui. Einmal alles kurz schwenken. Und dann geht es auch schon direkt weiter, denn als nächstes kommt ein bisschen Würze. Wir nehmen ein paar italienische Kräuter. Paprika gemahlen. Dann löschen wir ab mit Sahne und ordentlich Käse, rühren das um und lassen schmelzen und schon sind wir fertig. Und dann sieht es so aus. Es sieht schon mal wild aus, hat auch ganz schön ordentliche Käsefäden. Also wenn ihr euch das jetzt hier mal anguckt, boah, alter Vater. Und ging auch sehr schnell, muss man auf jeden Fall, muss man schon sagen. So, jetzt schauen wir mal. Das kann ja eigentlich nur geil schmecken, oder? Könnte für mich noch einen Tick mehr Tomate haben, dann wäre es eine 5 von 5. So, 4 von 5. Das ist tatsächlich ein ziemlich geiles Rezept, denn